Genauigkeit von Fanny und stinkt. Singt. Ich habe immer stinkt gelesen. It's me, Pokekario. Wir machen heute weiter mit Pokémon Let's Go Pikachu. Und bevor wir hier die Trainer-Coach-Dame herausfordern, gucken wir erstmal, wie es Neutronix geht. Oh. Neutronix sieht etwas erschöpft aus. Okay, dann ändern wir das im nächsten Part. Nicht im nächsten Part, sondern gleich, wenn wir wieder bei unserer heimlichen geliebten Schwester Joy sind. Aber zuerst, du bist dran. Diese Gegend hier wird gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainer-Coach für mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du, dass ich gegen dich antrete? Jo! Versuch dein Glück. Hallo? Oh, die Joy-Cons, die verabschieden sich voll oft, ne? Habt ihr das auch? Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Also irgendwie, sie hat sich jetzt gerade ganz schön verabschiedet. Keine Ahnung, ganz komisch. Naja. Nikola, fordert dich heraus. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Macholo. Ja, wir wissen ja schon, die Trainer-Coaches sind tatsächlich relativ stark. Aber ich glaube, für Bisa Knoss alias Rocco sollte das keine Herausforderung sein. Wow. Wow, 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 wow. Level 16. Moment mal. What? Geowurf, ne? Was? Wieso soll ich wackeln? Freut euch an, okay. Okay. Wir haben jetzt eine Chance. Wir gehen auf alles. Nein! Ich dachte, wir können nochmal angreifen dann. Rocco. Sorry dafür. Aber keine Sorge, wir erwecken dich nachher wieder. Okay, Timtendo. Du bist dran. Wie viele Pokémon hat? Eins nur, okay. Ja gut, das ist dann jetzt gleich relativ schnell gegessen. Machen jetzt einen ganz geschmeidigen Britzeltubo. Und Macholo ist gebrutzelt. Jo, ganz knapp. Geowurf. Ich finde die Animation so geil. Jo. Bam. Schon ziemlich geil so. Okay, dann kriegt er nochmal. Wird er mit seinen eigenen Waffen jetzt geschlagen. Ciao, Macholo. Einmal getroffen. Der Rest seiner Pokémon erhält auch Erfahrungspunkte. Nikola! Puh, dabei wollte ich doch eigentlich dir eine Lektion erteilen, nicht umgekehrt. 1600 Pokédollar. Krass. Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. Geowurf! Nice! Geile Attacke. Geowurf, diese Attacke richtet Schaden in Höhe des Levels des Pokémon an, das sie einsetzt. Aha. Naja, okay. Da fällt mir gerade ein. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wir haben vergessen, ein Haus tatsächlich in Azuria City abzuchecken. Das haben wir bisher noch nicht, ja, uns noch nicht angeguckt. Und dadurch, dass wir natürlich den Pokémon-Orden haben, also den zweiten Orden, haben wir automatisch auch immer... Oh, Neutronix hat was gefunden. Was ist denn da? Eine Himbeere. Dankeschön. Wir können natürlich jetzt im Pokémon-Markt neue Gegenstände kaufen. Weil, und das gab es früher auch nicht, also das ist für mich auch tatsächlich neu, immer wenn wir einen Orden der jeweiligen Stadt haben. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Was Shigi denn da? Shigi! Ah, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch das Haus aufpassen. Hier geblieben. Cool. Frage, findet man die jetzt hier irgendwo? Nee, ne? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, aber... Hier auf jeden Fall ist das Haus, was wir nicht abgecheckt haben. Hier ist halt einfach mal so ein Onyx. What the heck? Guck mal da, der Mund. Seht ihr den? Oben links. Junge. Ich will ja nichts sagen, aber der ist höher als die Decke. Nur mal so am Rande. Nixieline. Nix? Mein Humor. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixieline dabei hatte. Mein Nixieline ist so gut trainiert, dass es von alleine in sein Pokémon geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, das sehe ich. Nixieline vor allen Dingen. So ist eines der größten Pokémon der Welt, glaube ich. Also, weiß ich jetzt nicht genau, ja, aber vielleicht so und dann sowas. Naja, ist okay. Guck mal eben hier. Weil das hier war früher, glaube ich, ein Polizeihaus. Ob hier jetzt Shigi ist, aber ich vermute, dass hier... Nee, das wird nichts sein, oder? Wäre natürlich cool, wenn man jetzt hier so... Shigi und, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ihr Name war. Von der Polizistin. Die haben ja alle einen Namen im Pokémon.
Blue nicht. Das war Dragon Ball. General Blue. Ach, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Dann gehen wir jetzt erstmal eben kurz zu unserer heimlichen Geliebten. Zumindest zu Joy, die uns irgendwie immer noch kein Date gibt. Hallo, Joy! Hier bin ich wieder! Guck mal, wie geht's dir heute? Oh Gott, hast du heute eine schöne Haare und eine schöne Frisur. Und deine Augen, die sind so umwerfend. Oder aber hast du einen neuen Haarschnitt? Wurdest du geschminkt? Oh, du siehst so unglaublich, unglaublich umwerfend aus heute, Joy. Das glaubst du mir gar nicht. Du bist so... Verpiss dich! Verzieh dich! Du hast hier nichts zu suchen. Lass mich in Ruhe. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. So, aber Pokémon sind wieder geheilt. So, das wollte ich... Ah ja, und genau... Jetzt gucken wir mal eben kurz im... Hi. Die Leute sagen, dass man im Haus auf Fahrrad aus der ganzen Welt sammelt. Wo ist denn der Markt nochmal? Hier, genau. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier was Neues kaufen können. Zumindest auch verkaufen können, weil wir haben wieder sehr, sehr viel... Guck mal, 25.000. So, wir kaufen nochmal eben kurz... Nee, nicht 83 Superbälle. Nochmal eben kurz 10 Stück. Ich glaube, Pokébälle können wir generell jetzt bald mal, ja, entsorgen. Okay. Super Trank auf jeden Fall. Weil die alten Tränke, ja, können wir auch verkaufen. Das machen wir jetzt auch mal eben kurz. Okay, Gegengift. Nehmen wir 4 Stück. Oh, unten links steht, wie viele wir haben. Fluchtzahl haben wir 3. Lockpuff ist unnötig, 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 unnötig. Nee. Okay, pass auf. Dann verkaufen wir jetzt mal was. Wo ist denn jetzt hier das, der Trank da? Den brauchen wir nicht. Der hat nur 20. Der ist lächerlich. Da haben wir eigentlich kein Bedarf mehr für. Was bringt der Premierball? Okay. Steht da jetzt nicht. 84 Pokebälle. Krass. Wo ist denn das Nugget? Da. Okay. Ich glaube, das alles andere hier können wir nicht jetzt verkaufen, oder? Nein. Prachtfeder. Nein. Herzschuppe. Ne, die müssen wir auch aufheben wahrscheinlich. Okay, Robustbonbon. Erhöht dauerhaft die... Aha. Okay. Ich bin wunschlos glücklich, danke. So, dann kommt der nächste Step. Dann schicken wir jetzt mal eben, bevor wir Azuria City verlassen. Ja, sowas gehört auch dazu und ich nehme euch da einfach mal mit. Gehen wir mal eben zu unserem Bonbon-Glas. Flottbonbon-Initiative. Ja, jetzt natürlich die Frage, ne? Ich meine, das hier sind eh unsere Mains, so. Das heißt, benötigt 1. Ja, warum nicht so? Machen wir mal. Bei jedem bisschen so die Initiative höher. Kann ich schaden. Initiative bedeutet ja, ja, wer schneller angreifen darf. Aber im Endeffekt macht das eigentlich immer so das Level aus. So, ich glaube, Neutronix hat wahrscheinlich nicht so eine hohe Initiative, ne. Aber wobei doch, die ist auch schon im 30er-Bereich. Nimm mal den einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob Initiative sonst noch was zu bedeuten hat. So, Tim Tender auch nochmal. Oh, 65, ja moin. So, das und Rocco. Die letzten beiden. So, wer braucht denn Gips? Ja, auf jeden Fall Bisasam, ne? Wobei, ich glaube, Shigi ist eher da so ein bisschen. Ja, das. Robustbonbon. Robustbonbon. Da muss auf jeden Fall Tim Tendo. Das ist wichtig. Weil die Verteidigung von Pikachu ist, glaube ich, relativ schlecht. Und jetzt gucken wir nochmal Finn. Ja, Finn genauso. Okay, dann ballern wir die restlichen Robustbonbons jetzt hier in Finneon mit rein. So, was haben wir noch? Stärke, Angriff plus 1. Spezialverteidigung. Ja, Neutronix. Spezialverteidigung. Gut. Und jetzt Stärkebonbon. Angriff ist Rocco gut. Finn. Komm. Pumpen wir auch Finn mit rein. Energiebonbon. KP. Ja, KP ist eigentlich egal. Hier, Timtendo. Ich glaube, der hat nicht so viel. 958 jetzt. Der entwickelt sich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ob man Pikachu in dieser Edition auch zu Raichu entwickeln kann. Ich habe es aber jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Weil, warum? Spezialangriff. Ja, das ist auch hier. Ich glaube, Timtendo greift viel mit Spezial an. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Competitive Pokémon-Spieler. Ja, es ist alles auch so rein. Bisschen Bauchgefühl. Ich will das jetzt hier nicht optimieren. Und ja, seht es mir da ein bisschen nach, wenn ich jetzt hier nicht hundertprozentig richtig bin. Aber ich lasse mich natürlich auch immer ganz gerne belehren. Ne? Das sage ich auch mal ganz ehrlich. So, dann
schicken wir jetzt an Professor Eich ein paar Pokémon. Hä? So, Mankey, hier, die hier. Können wir auch mehr? Können wir irgendwie alle auswählen? Das ist sowieso hier geil, das schwarze Ratzfatz. Okay. Ne, können wir nicht, okay, weil er auch in unserem Team ist. Boah, ist das mühselig mit dem Joy-Con hier. Gut. Aber, oh, wir können auch immer nur 30 verschicken. Vielen Dank, das bringt meine Forschung wieder ein Stückchen voran. Laut meinen Aufzeichnungen hast du mir bisher 5 Radfahrts geschickt. Dein Radfahrts ist ein äußerst beeindruckendes Pokémon. Hier hast du eine Belohnung. Wow. Wow. Okay. Das mache ich mal eben in ganz, ganz schnell. So, und weiter geht's. Perfekt, haben wir das auch geklärt. Ich wusste jetzt nicht, ich hab ganz vergessen, dass wir dann ja immer wieder, ja, neue Sachen quasi bekommen, wenn wir Professor Eich die ganzen Pokémon zukommen lassen. Aber jetzt haben wir das Ganze drumherum dann auch abgehakt. Das gehört ja auch immer ein bisschen beim RPG dazu. Und jetzt, dadurch, dass ja die... Pika. Detektiv Pikachu? Was siehst du, Tim? Eine Himbeere. Süß. Wo könnte er bereits sein? Ja, dafür muss man kein Detektiv sein, Pikachu. Aber du hast gemeint. Sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sandan die Attacke Schaufler beibringen kann. Dieser Lumpen von Team Rocket hacken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allen Anschein nach eine, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Stimmt, wir brauchen noch einen TM-Diener, ne? Einen TM-Sklaven. Haben wir so einen im Team? Einen TM-Sklaven? Habitak. Ah, ne, Habitak kann wahrscheinlich keinen Schaufler. Ah, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ah, warte mal, was hat die Frau jetzt gesagt? Moment, das habe ich jetzt vergessen. Mal kurz gucken. Was wolltest du, junge Dame, mit den blauen Haaren oder was? Dieser Lumpen von Team Rocket hackt bestimmt wieder irgendeinen Journal für die Pokémon, die Löcher kommen können. Okay. Gucken wir mal, was dieser Halunke von Team Rocket hier zu erzählen hat, oder? Hey, du da! Du kannst doch nicht einfach so in andere Leuten Garten rumlatschen. Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Nein? Du guckst schon seit ungefähr 3 Jahren oder eigentlich seit 20 Jahren geradeaus. Also du bist garantiert ein Psychopath, Junge. Mit deinem Ratti Karl. Karl! Karl, das tötet Menschen. Oh, das wusste ich nicht. Oh. Wer kennt's? Wenn nicht, eingeben Karl das Lama in YouTube-Suche. Beste. Biss tut weh. Aber nichts, womit Rocco nicht fertig wird. Auch wenn Radikal ihn ein bisschen anknabbert. Kein Problem. Nom, 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 nom. Und was gab's bei dir gestern? Dieser Knoss. Roffelkopterrad. Gut. Radikal wurde besiegt. 180 EP. Not bad. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Jesse und James müssen wir eigentlich bald mal wiedersehen. Ja, dann hau ab. Ist ja schon gut, ich gebe dir gestohlene TM zurück. Du erhältst TM Schaufler zurück. Also, ich gehe da mal. Tschüss mit Ö. Ciao mit V. Okay, jetzt Frage. Können wir den Typen jetzt sagen, hey, wir haben dein Ding hier wieder? Hier, Brudi. Oh, sag bloß, du bringst mir die gestohlene TM zurück. Vielen Dank. Weißt du was, ich schenke sie dir. Ich habe beschlossen, meinen Dick das Schaufler durch geduldiges Training beizubringen. Hast du noch was zu sagen? Nein, okay. Gut. Können wir Schaufler jetzt jemanden... Ich meine, wir brauchen... Also, ich meinte mit TM Sklaven übrigens VM-Sklave, dass das klar ist. Wir können aber mal gucken. Schaufler kann erlernen Timtendo Neutronix. Ja, aber ich finde... Na gut, Geowurf ist natürlich geil, ne? Timtendo könnte Geowurf erlernen. Warte mal. Was ist Geowurf denn? Geowurf, welchen Typ ist Geowurf? Auch Kampf.
Warte mal. 30. Genauigkeit 100. Geowurf ist, glaube ich, stärker, ne? Dann tauschen wir mal Geowurf mit Doppelkick aus. Ah, ich weiß nicht, Nee, wir lassen erstmal so, wie es ist. Erst wenn unser Team vollständig ist, dann würde ich diesen Schritt tatsächlich gehen. Aber so muss ich sagen, nee. Erstmal nicht. Weil Timtendo hat eine Kampfattacke. Ist jetzt nicht die beste, aber ups, die ist erstmal ausreichend. Hey, ich fühle lang. Diesen Strauch mit gezielten Schnitt. Haben wir nicht. Warte. Haja, Atcho. Oh, nichts passiert. Guck mal, die Musik ist auch geil. Oh, okay. Tut mir leid, ich bin manchmal ein bisschen retarded, ich weiß. Okay, das hier, ja, das kenne ich noch. Ist hier nicht dieser Pokémon-Typ? Jetzt können wir das Schild hier übrigens lesen. Tipps für Trainer. Wenn du während der Entwicklung den B-Knopf drückst, wird sie gestoppt. Okay. Warte mal, ich muss mich mal eben kurz konzentrieren. Ich glaube, hier war doch dieses Pokémon-Haus zum Trainieren, oder? Boah, ich wollte das... Das wollte ich jetzt eigentlich genau vermeiden. Aber weißt du was, Radfatz? Bitteschön. Wir sollten eigentlich wirklich mal wieder Pokébälle nehmen, ne? Bei diesen Ranz-Pokémon lohnt es sich, glaube ich, nicht, mit dem Superball zu hantieren. Ist ein bisschen wasted. Weil die kosten auch mehr und sind wesentlich seltener. Naja. Alle bald wieder ein bisschen Level up. Ja, Radfatz, verschwinde. Lass mich in Ruhe. Guck mal gerade links und rechts, ob hier irgendwo was ist. Okay, hier ist ein Item. 3 Superbälle. Okay, hat sich gelohnt, dass wir links und rechts lang sind. Also hier lang. Und hier ist ein Häuschen. Aber hier hinter ist nichts. Ich glaube, hier ist halt diese Pokémon-Pension, oder? Oh, sieht schöner aus als früher. Schick. Hallo, junger Mann. Ich bin überall als der Super-Spezial-Opa bekannt. Der Super-Spezial-Opa. Du fragst dich sicher, warum das so ist, oder? Ja, in der Tat. Dieses Geheimnis kann ich nur außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer verraten. Wie man zu einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer wird? Na, indem man sich den Titel des Champs verdient. Okay, das müssen wir uns merken. Wartet mal. Das schreibe ich mir mal eben kurz auf. Ich habe ja immer meinen Block hier dabei. Moment. Moment. Ich nehme euch auch mit. Ja. Azuria City, Pokémon-Opa, Opa, Pension, If, Champ. Ja, so muss keiner verstehen, nur ich. So, okay, jetzt, ja, skippen. So, junge Frau. Willkommen zu meiner Pokémon-Pension. Hier können Trainer ihre Pokémon in meine Obhut geben. Ich kümmere mich um sie und halte sie fit. Also, wie kann ich dir helfen? Ist jetzt natürlich ein bisschen wasted, weil, ja, die Pokémon ja so schon leveln. Früher konntest du den Pokémon abgeben und hat das gelevelt, ne? Aber jetzt leveln die ja alle. Aber wir geben Habitat ab. Wie Habitat? Du kannst hierbleiben, mag ich nicht. Ich kümmere mich eine Weile um Habitat. Komm einfach später wieder, um den kleinen Racker abzuholen. Ja, warte mal, kann ich dir noch eins geben? Ne, ich kann es so abholen, okay. So, Habitat. Hau rein. Und... Kack, alles voll, ja? Gut, bye bye. Kappa. Gut, weiter im Text. Links und rechts war nichts. Gucken natürlich hier, wollen natürlich alles absahnen, abstauben an Items, die wir hier so kostengünstig auf der Straße liegen finden. Wer ist er denn da? Guck mal, da ist er wieder, Corona. Hä? Wieso versperrst du hier Corona? Was ist los? Hazel and Carrier. Da kommt man anscheinend nicht durch. Mhm. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Da drin ist es bloß ein klitzekleines bisschen dunkel. Huch. Halt mal kurz still. Komm mir nicht zu nah. 1,5 Meter Abstand. Dann hat es so geglitzert. Guck mal, das hatte sich darin verfangen. Du erhältst ein Beleg. Ja, moin. Du warst das Item in der Medizintasche. Mit einem Beleber kannst du ein besiegtes Pokémon wieder kampfbereit machen. Ich habe auch einige Exemplare davon dabei. Hier, ich gebe dir noch welche ab. Ja, okay, danke, Corona. Corona ist gar nicht so... Doch, Corona ist kacke.
Wer weiß, vielleicht helfen sie dir in der nächsten Arena aus der Patsche. Oh, sind das etwa Bootstickets, die du da hast? Ja, nimm ruhig eins. Ja, für dich ist auch eins da. Und wo ist die Option? Lass mich in Ruhe, geh weg, halt Abstand von mir und stirb? Naja, okay. Dann geben wir ihm halt. Echt? Toll, danke. Wow, jetzt sehe ich erst, dass das Tickets für die MS Anne sind. Weißt du, er weiß gar nicht. Bootsticket, gib mal her so. Gimmi, gimmi, gimmi. Lol. Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das um die ganze Welt schippert. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst an Bord zu gehen. Ein Traum wird wahr. Ich will der Allerbeste sein. Wie keiner vor mir. Das ist mein Traum. Du gibst Corona ein Bootsticket. Ja, damit hat sie meine Frage erledigt. Und du bist dir wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen, versprochen. Aber sag mal, wo hast du die Tickets überhaupt her? Tja, du hast ja Schiss gehabt. Im Ernst? Du hast dich von diesen sprechenden Pokémon bekommen? Ah, verstehe. Das war in Wirklichkeit also ein Mensch. Mann, ist mir das peinlich. Lass uns diese Geschichte bitte schnell wieder vergessen. Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann. Hau rein. Aber geh mit Gott, ehrlich. Zieh Leine hier. Hau ab! So, und von wegen, man kann ihn nicht lang. Ich zeig dir mal. Wenn sie den Karo kommt, macht die Crew Platz. Weg hier. Wenn ich meine Arbeit dann noch nicht mehr so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst, aber ich kann ja nicht wegrummeln. Jetzt eine Tasse Tee, das wär's. Halt, hier darf im Moment niemand durch. Okay. Mach mal kein Auge, ey. Bring dir ja schon deinen Tee. Hätt's ihn gern. Hat gefielen Tee. Was geht hier lang? Unterführung verbindet Azura City mit Orania City. Ich erinnere mich an Orania City übrigens immer an Orangen. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist oder so. Was machst du hier? Willst du was verkaufen? Mein Pokémon ist so schlau. Wenn ich es aus der Schule trage und ein Item in der Nähe ist, verkaufe ich mit dem Schweif. Oh. Da muss ich mal drauf achten. Tut Tim das auch? Tim, wackelst du mit dem Schweif, wenn ein Item in der Nähe ist? Nee. Ich meine, die sind doch nicht unsichtbar. Früher waren die ja unsichtbar, ne? Die Items, glaube ich. Ne, es gibt unsichtbare Items. Gibt's ja immer noch so? Ne, ich... Weißt du, ich laufe halt und der Schweif bewegt sich ja sowieso. Naja, keine Ahnung. Hier haben wir noch ein Item. Hat er sich jetzt bewegt? Ja, tatsächlich. Ja, aber ich stehe auch davor. Also, wie unnötig ist das denn? Naja, okay, kann ich an dieser Stelle nur mit dem Kopf schütteln. Aber, ist okay. Hi, wer bist du denn? Schon viele Leute haben in der Unterführung Dinge verloren. Das liegt wohl daran, dass es dort so dunkel ist. Ja, ich hab die Straße vor lauter Items nicht gesehen. Muss ich ehrlich mal so zugeben. Ne? Route 6. So. Um das Online-Item. Pass auf, jetzt dissen wir erstmal den Typen. Nachdem wir den Supertrank gefunden haben. Komm hier, wir sammeln den hier oben erstmal an. Hier. Na, holst du deine Pokémon auch manchmal aus dem Pokémon und gehst mit ihnen spazieren? Wenn sie plötzlich ganz aufregend irgendwo stehen bleiben, ist das ein Zeichen dafür, dass sie ein Item gefunden haben. Warte mal, der stand doch vorhin auf der anderen Seite, oder? Wollen die mich trollen? Der stand doch vorhin auf der anderen Seite. Was ist mit dir? Und wo kommst du her? Naja, egal. Kümmern wir uns dann nicht weiter drum. Kümmern wir uns lieber darum, dass wir den Trainer hier unten erstmal zeigen, wer der wahre Meister ist. Oh, Fukano. Moin! Ein riesiges Fukano. Beste Pokémon. Ich liebe Fukano. Aber auch nur, weil es halt ein... da müssen wir einen Superball wahrscheinlich nehmen. Ah, da war unten. Ja, der Wurf war nicht gut. Aber... Superball. Es reicht für Fukano. Jawohl. Perfekt. Ja, wir müssen bald, vielleicht mache ich das offscreen oder ich nehme euch mit, mal ein paar Pokémon fangen, dass wir A, ein bisschen wieder leveln. Auch wenn wir jetzt derzeit überlevelt sind, aber es muss ja nicht für immer so sein. Donnerblitz ist krass. Dafür vergisst du erstmal, Moment. Stärke 90. Donnerstock, Stärke. Tauschen wir mal aus, hat zwar weniger AP, aber es reicht. Nee, weil wir irgendwann bestimmt mal ein anderes Pokémon tauschen können. Irgendwie Relaxo oder sowas, keine Ahnung. Und dann vielleicht immer mal 100 Pokémon brauchen. Ja, kann ja sein, dass man... Oha! Neutronix! Moin!
Glückwunsch! Dein Utronix wurde zu einem Glutexo! Geil animiert, sieht richtig ghastling aus wie so ein Dino irgendwie. Für Glutexo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kämpft es länger gegen starke Pokémon, so gerät es in Aufregung und spuckt manchmal gleißend helle, bläuliche Flammen. Ja, Glutexo ist richtig angry so, auch im Anime. Für Fukano wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist von Natur aus sehr zutraulich, doch wenn jemand in sein Revier eindringt, wird dieser wild angebellt. Cool. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gesehen, dass Nutronix Level 16 wurde. Cool. Oh, guck mal, ein Rentner. Oh, ich zeig dir jetzt mal, wie ein echter Gentleman kämpft. Ja, dann zeig mal her. Mit Stock und Kragen, oder würdest du mich mit deiner Krawatte umwerfen? Winchester? Oh, Evoli. Oh nein. Ui. Hat das dieselbe Synchronstimme wie Pikachu? Habt ihr das gehört? Oder? War das safe dieselbe? Naja, I don't know. Auf jeden Fall gleich erstmal Glutexo rausholen. Glutexo läuft uns ja noch hinterher. My bad. So, zweiter Rankenhieb und Evoli sollte ins Nirvana gehen. Auf deinen Kopf, Junge. Mädchen. Was war's? Ich hab gleich geguckt. War es ein Junge oder ein Mädchen? I don't know. Oh, das gibt's doch nicht. So ein Scheibenkleister. Tja, leg dich nicht mit mir an, leg dich nicht mit Kario an, das bereust du. Oh, guck mal, wie geil Glutexo aussieht. Schon geil, ne? Vor allem, weil das echt groß ist. Ich finde, das ist halt realistisch umgesetzt. Mit der Größe auch des Pokémons. Oh, Pummeluff, moin! Haben wir auch noch nicht. Immer her damit. Nehmen wir auch mal einen Superball. Man setzt beim... Oh, shit. Beim Superball ist es halt gelb, ne? Also, das heißt, beim Pokéball wäre es wahrscheinlich tiefengelb oder schon rot. Oh. Okay, warte. In den Beutel. Himbeere. Was? Okay, jetzt ist es... War gerade rot, ne? Wahrscheinlich, weil Pummeluff jetzt aufgeregt war. Weil es jetzt sehr schwierig ist zu fangen. Kann das sein? Aber wir wollen Pummeluff natürlich fangen und haben es auch. Perfekt. Geil. Pummeluff, die Knutschkugel wurde gefangen. Sehr, sehr gut. Carpador schon 15. Tackle, ey! Stimmt, Level 15 in Carpador Tackle. Ganz forgotten. Für Pummeluff wurde ein Antrag im Pokédex angelegt. Es betört Pokémon, Gegner mit seinen Kulleraugen und singt ihnen dann ein mysteriöses, wohlklingendes Lied vor, das sie in den Schlaf lullt. In den Schlaf lullt. Wer kennt es nicht? Von Pokémon in den Schlaf gelullt. So, hi! Wer bist du? Hör auf, uns unheimlich zu belauschen. Bruder, hör mal zu, ich laufe hier gerade lang. Sag so, hi, und du, hör auf, uns zu belauschen. Sag mal, was ist mit dir, Felix? Hä? Mach einen Kopf zu. Was, Sandan? Hast du richtig gesehen? Ja, dann komm mal her mit deinem Sandan. Ah, wir müssen Glutexo jetzt gleich mal eben kurz nach vorne setzen. Weil auch Rocco... Ah, ne, komm, wir tauschen jetzt mal direkt die Pokémon. Allerdings erstmal mit Finneon. Und, ich hab's gerade gesehen, Glutexo oder Neutronix ist tatsächlich Level 16. Also hat sie auch mit Level 16 entwickelt, nicht mit Level 18, mein Fehler. Okay, kein Problem. Genauigkeit von Finneon stinkt. Singt. Ich habe immer stinkt gelesen. Wer noch? Ich habe damals immer stinkt gelesen. Genauso wie nicht Fehler, sondern Filz. Filz. Dachte mal, wer trägt einen Filz an seinen Füßen so? Naja. Man lernt nie aus, ne? Nike war immer Nike. Adidas war immer früher eine Assi-Marke. Adidas haben früher immer richtige Assis getragen. Inzwischen trägt das halt irgendwie so jeder. Weil alle Assis sind? Nein, ich glaube nicht. Aber ich verstehe nicht, wie man so in Real Life so mit Jogginghosenanzug rumlaufen oder mit Jogginganzug rumlaufen kann. Außer beim Sport. Nidoran! Ja komm, Neutronix. Dann darfst du mal wieder. Auch geil, wie der Hintergrund ist, wenn man Pokémon auswählt, ne? Passend zu dem jeweiligen Element. So war das jetzt hier gerade ein bisschen rötlich. Schon cool gemacht so. Not bad. So, dann Glut. Verbrenne ihm mal den Hintern. Oh ja. Ist übrigens witzig, ne? Bisa Knoss, also Rocco kann schon irgendwie so 37 unterschiedliche Attacken, die seinem Wesen entsprechen. Also Rankenhieb und Schlafbruder und Vergiftung und so. Und Neutronix so. Ich kann Glut. Ich kann Glut. Richtiger Feuerteufel hier. Ciao. Ich glaube, das war's jetzt, oder?
Ich schaffe es irgendwie nie zu gewinnen. Tja, vielleicht einfach mal besser werden. Just saying so. Tusche. Na dann fahren wir deine Freundin auch noch. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Oh, sorry, du Model. Also, ich werde mich dann natürlich direkt mal verdünnerisieren. Nancy, how dare I? Wie kann ich es nur wagen? Ah, Mist, wir haben immer noch Dings vorne, ne? Immer noch Rocco. Aber ich glaube, Nidoran weiblich in weiblich. Ah, ne. Das wäre witzig, wenn. Aber das haben sie, glaube ich, absichtlich gemacht. Weil Nidoran weiblich ja schon weiblich ist. Und da gibt es auch diverse Pokémon. Ich frage für einen Freund so. Ja, wir wechseln mal rüber zu Tim. Tim darf auch mal wieder ein bisschen was hier mitmachen. Und wir müssen von Tim jetzt noch die neue Attacke einstudieren. Die Donnerblitz. Doppelkick. Ja, das zieht mir halt genau 4 ab. War schon ordentlich was drauf. Vielleicht solltest du mal wieder duschen gehen und den Dreck einfach mal runterspielen. Bam, es war jetzt kein Donnerblitz, aber Blitz-Turbo. Schon wieder Volltreffer. 100% Volltrefferquote oder was? Okay. Was ist jetzt, Pummeluff? Ja, dann setzen wir jetzt hier aber mal Donnerblitz ein. Komm. Aber bevor wir das machen, mal eben kurz gucken. Hoher Erstschlag und Volltrefferquote. Okay. Da stand es jetzt auch. Wie sieht Donnerblitz aus? Absolute Eskalation. Tim ist richtig am Eskalieren hier. Lull. Und Level 21 unser Finion. Guck mal, wir waren noch vor gefühlt so 2 Stunden irgendwie. Also vor 2-3 Parts irgendwie noch so Taubsi unterwegs. Nee, den nicht. Ist hier ein wildes Tauboga? Ist das ein wildes Tauboga? What? Okay, Moment. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie der das registriert, wie ich auf den Monitor werfe. Ich habe echt keine Ahnung. So weird irgendwie. What? Okay, warte. Wir locken ihn auch wieder mit einer Himbeere. Einsetzen. Und jetzt ziehen wir da nochmal ganz gediegen. Was? Jetzt. Komm. Füttert. Aber der futtert gerade, glaube ich, gar nicht mehr seine Beere, ne? Komm, komm, komm. Ich presse A. Jawohl, hab's. Ich meine, wir haben Tauboga zwar jetzt schon, aber... Oh, ich habe gleich geguckt. Guck mal, es gab 194 Erfahrungspunkte. Ist ja krasser, als wenn wir irgendwie einen Trainer bekämpfen, so. Krass, Mann. Völlig, völlig übertrieben. So, da ist ein Pummeluff, haben wir. Da ist noch ein Taubsi. Und du, Matrose? Hey. Ho, oh, habt ihr hier noch nie gesehen? Ist dein Team stark? Ja. Also, ich habe das weltbeste Pokémon-Team aller Zeiten, mein Freund. Da können auch andere Let's Player nicht gegen anstinken. Und das meine ich voller Ernsthaftigkeit so. Weil wer hat schon ein Rocco, ein Neutronix, ein Timtendo und ein Finion im Team? Ein Rankenhieb und ein Tacher, oder? Ah, 2, okay. Oh, wollte er mich verwirren mit Superschall? Oh, hat das nicht geklappt? Patsch! Wieder so im Aussehen, so patsch! Als ob ich so einen mit so einem Kochlöffel, so patsch! Ja, so renne ich mal rum mit einem Kochlöffel. Ja, Real Life immer, das gibt's doch nicht! Munzi, jetzt zieht's. Ist mein Pokémon zu schwach oder bin ich einfach nicht gut genug? Was meinst du? Ja, du, beides, ne? Aber, hey, nicht verzagen. Kommt ein neuer Tag. Oh, euch beide nehmen wir auch noch mit. Was ist? Was willst du von mir? Und dann sind wir gleich tatsächlich schon in Orangen City. Kepa Raphael fordert dich heraus. Klofensa. Ja, jetzt wechseln wir ganz klar mal eben ganz entspannt auf Neutronix. Der dem Ganzen nicht mal eben einheizen wird mit einem sanften Glut. Und brennt das Ästchen einmal ab. Gönn dir das Lagerfeuer. Lass es dir schmecken. Ja, schmecken jetzt vielleicht nicht, aber... Ja, mach mal. Und... Verbrenn es. Klofensa ist so mit Abstand so eins der weirdsten Pokémon irgendwie. Gibt's auch, glaube ich, in ganz vielen anderen Animes oder so. Also nicht Klofensa direkt, aber die Animation so... So eine Weirdness irgendwie. Rocco erreicht aber 19. GZ.
erbärmlich. Ich hätte dich ignorieren sollen. Ja. Aber irgendwie fordern mich ja immer alle heraus. Keine Ahnung, weil... Du auch noch was? Du willst gegen mich kämpfen? Na gut, ich erfülle dir deinen Wunsch. Und nein, das Item oben links habe ich nicht übersehen. Ich hätte es aber fast tatsächlich übersehen. Oh, ob ich schon irgendwann irgend so ein Item mal vorbeigerannt bin? Stimmt, ne? Oh, Glumanda. Und wir haben gar kein Wasser-Pokémon, ne? Shit. Okay, dann schnell wechseln auf Finn. Finn ist lange nicht mehr eingesetzt worden. Dann macht Finn jetzt hier mal weiter. Kratzer. Volltreffer und ganze 5 KP abgezogen, glaube ich. Naja. Kann nicht jeder ein Finnion sein, ne? Also, mit Finnion meine ich natürlich Taboga. Ich warte so auf die ersten Kommentare. Hä? Finnion ist Taboga? Ist das ein Hack oder was? Lol. Aber auch damit ist Glumanda dann erledigt worden. Irgendwas läuft bei mir immer schief. Oder irgendwie läuft bei mir immer alles schief. Ja, bei mir auch. Ich will auch stärker werden. Kannst du mir nicht ein paar Tipps verraten? Könnte ich. Könnte ich, aber ich kann es genauso gut lassen. Ich finde einen Paraheiler. Meister, als allererstes, fang dir Mewtwo und du regierst die Welt. Kein Problem. So, angekommen in Orania City. Sehen wir ein Chigi. Was kann das bedeuten? Hat sie ihren Pokéball... Ja, also, wieder ein Pokéball? Naja, wir werden es im nächsten Part sehen, meine lieben Freunde. Wenn euch der Part gefallen hat, ihr wisst, was jetzt kommt. Denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Ciao.